Morgen, willkommen aus nicht ganz Los Angeles, aber Torrance in Kalifornien. Ich freue mich so sehr, ich bin nicht alleine. Pablito ist auch mit hier. Hi. Und wir haben hier ein richtig, richtig süßes Häuschen, Guesthaus in Torrance. Und ich zeige euch das mal eben. Wir leben hier übrigens, ne? Also dementsprechend ist es jetzt nicht, als wären wir gerade hier reingekommen. Hier frühstücken oder essen wir. Hier ist auch ein Fernseher. Hier ist quasi der Eingangsbereich. Also hier ist die Eingangstür. Dann hat man hier ein Sofa. Und dann haben wir sogar zwei Schlafzimmer. Das hier ist jetzt eher so Ablagebett. Hier mache ich mich fertig. Ich war gestern auch schon bei Sephora. Sagt mir mal, falls ihr irgendwie dann so einen insgesamten Hall sehen wollt. Dann haben wir hier so einen kleinen, großen Ankleideschrank, Ankleidezimmer. Und das Bad, auch mit Fenster und mit Bad. Dann geht es hier wieder zurück in die, finde ich, ziemlich große Küche. Und da hat man auch wirklich alles, was man braucht. Wir hatten sogar hier so Tupperdosen drin. Wir haben Waschmaschinen, einen Trockner, einen riesigen Kühlschrank. Der ist auch schon ziemlich voll, weil wir selber halt auch viel hier kochen, machen, tun. Genau, Mikrowelle. Und dann ist hier das zweite Schlafzimmer und da schlafen wir auch. Und da ist dann so eine, wie so eine kleine Gasse oder so. Also hier fährt wirklich kein Auto vorbei, nichts, ist super ruhig. Und wir sind jetzt eine Woche hier und wir frühstücken jetzt erstmal. Ich zeige euch mal kurz, was wir mal frühstücken. Und zwar kaufen wir hier meistens, kann ich euch auch nochmal zeigen, so einen griechischen Joghurt von Chobani. Der ist richtig lecker. Dann auch Erdbeeren aus den USA. Granola, dann habe ich bei Trader Joe's so geröstete Kakaonips gefunden. Da ist nur Kakao drin, kein Zucker. Und Banane. Und dann muss sein unser liebster Eiskaffee. Es ist so ein Cold Brew Kaffee und dann die Kokosmilch von Silk. So lecker. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ist schön, oder? Auf jeden Fall haben wir jetzt gegessen. Wollte ich dir noch mal kurz zeigen, was wir da so benutzt haben. Das war jetzt zum Beispiel das Granola von Ralph's, hatten wir das gekauft. Dann waren wir danach den Tag bei Trader Joe's und da habe ich diese Roasted Cacao Nips gekauft. Und davon werde ich mir auf jeden Fall noch welche mitnehmen, weil die sind richtig lecker. Ich zeige euch jetzt unser Lunch. Und zwar ist es so, ich bin hier, weil das Sprachcafé, also eine Sprachschule, mich eingeladen hat, tatsächlich einen Sprachkurs zu belegen. Hätte ich in verschiedenen Sprachen machen können, aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich mein Business-Englisch wieder aufpolieren möchte. Und deswegen bin ich hier quasi für einen Intensivkurs für eine Woche, um mein Business-Englisch aufzupolieren. Und es ist in Torrance in Kalifornien. Es ist richtig nah am Strand. Es ist ein so süßer Ort. Richtig viele Japaner, richtig viele Koreaner. Hier gibt es massig koreanische und japanische Läden, die ich noch von damals kenne. Was ziemlich cool ist. Und ja, da bin ich halt irgendwie den Tag über, so vormittags bis mittags in der Schule. Und dann gibt es immer so ein Lunchbreak. Ich zeige euch das nachher. Da kann man auch überall essen. Da gibt es auch Panda Express und Pokeball-Läden und irgendwie so Healthy Eating oder Fast Food, alles Mögliche. Aber es gibt auch eine Küche, wo man essen kann und Tische. Und wir hatten uns dann einfach bei Trader Joe's alles eingekauft für so einen Nudelsalat. Vielleicht kennt ihr den sogar schon von mir. Das ist so der Nudelsalat, den ich immer mache. Wir hatten so braunen Reis, braune Reisnudeln gekauft. Rucola, Tomaten, Feta. Dann hatten wir so getrocknete, so eingelegte getrocknete Tomaten gekauft. Und ich glaube, das war's. Genau. Und da ist auch richtig viel drin, ne? Also das ist echt viel. Und dann nehmen wir uns immer noch Erdbeeren oder sowas mit und dann essen wir das in der Lunchpause. Es ist richtig cool, dass wir das auch hier in dem Airbnb haben. Und jetzt müssen wir auch schon los. Es sind so 10 Minuten mit dem Auto. Ich wäre ja am liebsten gelaufen, aber das sind so 45 Minuten, 50 Minuten. Und das ist schon ein bisschen viel, aber fahren wir jetzt mal gemeinsam zur Schule. Wir sind jetzt im Auto auf dem Weg zur Schule. Ich dachte, ich zeige euch mal die Bücher, die ich habe und meine Hausaufgaben. Also das erste Fach, da benutzen wir Summit 2. Übrigens, am Anfang müsst ihr so einen Einstufungstest machen und da werdet ihr dann eingestuft, ich glaube, in Beginner, Mittel oder
schwer, Fortgeschrittene oder Experten. Und danach kriegt ihr dann eben Bücher. Ihr könnt euch die ausleihen, wenn ihr sowieso jetzt nicht so lange bleibt. Oh, guck mal. Und da behandeln wir gerade so das Thema Travel Issues, was passieren kann, wenn das Gepäck verloren geht. Der zweite Kurs ist dann English in Common. Das ist so Active Listening, also wo wir viel hören und sprechen müssen. Und da haben wir jetzt gestern zum Beispiel, habe ich Pablo noch gar nicht erzählt, über den wärmsten Ort der Erde gesprochen, in Äthiopien. Und dann habe ich aber nochmal eine Privatstunde. Und da habe ich dann richtig Business English. Im ersten Kurs ging es um Company Bosses on the Prowl, also so auf der Pirsch und ja, das. Gestern hatten wir dann das Thema Mission to Accomplish und das ist Terminal 5, glaube ich, beim Heathrow Airport, dass das irgendwie ein neues Projekt ist. Und heute gehen wir dann The Stuff Teams Are Made Of durch. Und das ist schon echt ziemlich schwer. Also gerade auch was Business-Themen angeht, bin ich ja gar nicht so der krasseste Experte. Aber es macht richtig Spaß, auch anspruchsvoll. Wir sind gleich da. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich heute mit filme. Aber ich wollte euch noch sagen, ich hatte so eine Broschüre bekommen. Und in der Broschüre, das ist übrigens das Logo, waren so verschiedene Sachen drin, die man alles machen kann. In der Gruppe zusammen oder auch so, also so Expeditionen. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch was machen. Und zwar kann man zum Beispiel nach Las Vegas fahren oder ich will eigentlich wirklich in den Disneyland Park. Universal kann man sich auch angucken, falls ihr Harry Potter noch nicht gesehen habt. Was ich auch ziemlich gut finde, ist San Diego. Da will ich ja unbedingt hin. Ihr wisst, ich liebe Grace und Frankie. Und die Serie spielt ja in San Diego. Deswegen will ich da auf jeden Fall hin. San Francisco. Also echt ganz schön viele Angebote. Das ist übrigens das Gebäude. Und guckt mal hier gegenüber Starbucks. Dann habt ihr da ein Restaurant. Hier habt ihr Yogurtland. Das ist übrigens unser Auto. Hatten wir bei Alamo bestellt. Und da als kleiner Tipp. Bestellt immer, also es sei denn, ihr wollt ein großes, aber bestellt einfach immer das kleinste Auto, auch wenn die euch sagen, das ist ein Smart, da passt nichts rein. Weil guckt mal, das ist das kleinste Auto. Hä? Richtig bescheuert. Und da passt auch voll viel rein, wie ihr sehen könnt hoffentlich. Genau, wir sind damit super zufrieden und es ist auch echt günstig hier. So, und jetzt gehen wir da in die Schule rein. If it weren't for the traffic, we would be at the airport by now. And also, just like yesterday, we have our if clause and our result clause, just like with other conditional sentences. So, in this case, we have subject plus would have. So let's look at our box to begin. Yasmin, can you read the first example in the box? Mm-hmm. Under other circumstances, we would be at the airport by now, but unfortunately, the traffic caused us not to be. Okay, very good. Next one, Yijin. If it weren't for the 5-hour long trip. Very good. Yes, because the trip isn't taking 10 hours, right? Das war jetzt mein erster Kurs und der zweite. Der zweite Kurs, den ich jetzt habe, ist eher so Active Listening. Das war jetzt eher so Grammar, aber ich habe jetzt kurz 15 Minuten Pause. Hier ist übrigens so ein kleiner Aufenthaltsraum. Fernseher, Konsole und hier draußen kann man dann auch sitzen zum Mittag und sind hier so draußen und hier gibt es dann auch noch eine Küche mit Automat. Aber hier haben auch die Leute ihr Essen drin, heißes und kaltes Wasser, Mikrowelle, also echt alles, was man braucht. This might be a sad subject for some people, but still. Researchers found chimpanzees dressed as dolls for 16? Professoronline.com offered a young giraffe for
You could go on. Though the vast majority of animals for sale are birds, monkeys make up a large portion of internet sales. Was für ein schönes Licht das hier draußen immer ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade Mittagspause. Wir hatten eben diesen Nudelsalat jetzt gemacht, deswegen hatten wir den gegessen in der Schule. Aber ich dachte, ich zeige euch nochmal, was man hier machen kann. Also hier ist die Schule. Und wenn man rausgeht, gegenüber ist dann gleich Starbucks. Da kann man natürlich was essen. Ihr seht auch hier schon, vielleicht, hoffentlich, dass da ganz viel ist. Also hier, wenn man hier die Straße rausgeht, da ist Panda Express, dann ist dann Burgerladen. Können wir nochmal hier kurz um die Ecke gehen. Und guck mal, die schönen Blümchen. Hier gibt es Yogurtland, wo man dann irgendwie so Frozen Yogurt kaufen kann. Und da vorne ist dann auch Jamba Juice. Da gibt es auch so Acai-Brows und so. Ah, die Sonne scheint doch gerade ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da in der Ferne, aber da ist Panda Express gegenüber. Und da ist dieser Habit Burger, der wurde uns gerade empfohlen. Aber wenn ihr hier bleiben wollt, hier ist auch so ein Curryhaus. Es ist immer relativ voll sogar. Da könntet ihr hin. Ansonsten gibt es auch noch dort hinten so ein Healthy Eating Laden und der ist so voll jedes Mal gewesen, dass wir bis jetzt noch nicht da waren, weil ja die Leute bis draußen stehen und warten. Also keine Ahnung, was da los ist. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal hin. Und dann hier so eine Kette, Pokebar, da waren wir auch schon. Da gibt es eben diese Pokeballs, die sehen dann so aus und das war echt lecker. Hier kann man übrigens auch kostenlos parken, ne? Nur dass ihr da Bescheid wisst. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind fertig mit der Schule und hier 2 Minuten entfernt ist Target. Ich glaube, mein liebster Laden ever, weil man alles bekommt. Es gibt Beauty, es gibt richtig gute Fashion, richtig tolle Möbel. Ich würde am liebsten alles mitnehmen. Und da gehen wir jetzt rein. Das hier ist die Fashion Section und da gibt es wirklich richtig, richtig coole Sachen. Ich habe hier schon Pumps gekauft und die haben auch immer so mit einigen Influencern Kooperationen und so. Und die Preise sind auch echt okay. Das meinte ich eben, Who What Wear. Und dann haben die auch immer so regelmäßig Sales und echt coole Teile. Ich sehe sogar, hier ist an sich gerade Sale. Und da finde ich eigentlich meistens echt schöne Sachen. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingssektion und zwar Home. Die sind gerade im Angebot und ich liebe die. Und in Deutschland gibt es nicht so viel Auswahl. Einmal Almond Powder Chocolate Chip. Und darauf freue ich mich besonders, Cinnamon Roll. Übrigens nehme ich mir auch so Socken mit, weil meine rutschen mir immer runter. Und ja. Und dann habe ich noch ein Seal, das hier gefunden. Das sieht richtig, richtig kuschelig aus. Und so ein kleines schwarzes. Das muss ich aber erstmal anprobieren. Das beste Trockenshampoo ist übrigens meiner Meinung nach das von Dove. Und zwar dieses blaue. Und das ich auch noch mitnehme. Davon habe ich so viel gehört für Leute, die wirklich Probleme haben mit Schuppen. Und davon habe ich einige in der Familie. Dieses hier. Und ich glaube, das gibt es auf jeden Fall schwer in Deutschland zu bekommen. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Das hier soll richtig gut sein. Also eins der besten, natürlichsten Deos. Und zwar nennt sich das Native Coconut Vanilla. Auch sehr beliebt. Die Kerzen von Nature's Wick. Und ich habe mir jetzt ausgesucht Bonfire Nights und Smoked Vanilla. Und die Rasierer. Random, aber so gut sein. Wir sind wieder zu Hause. Es ging alles so schnell, aber wir hatten gesagt, wir wollen noch irgendwas naschen, so zum Kaffee. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, hier gibt es doch bestimmt Krispy Kreme. Also habe ich den nächsten rausgesucht und wir sind dorthin. Und dann konnte man einfach durchs Glas sehen, wie die Donuts produziert werden. Dann gucke ich so, welche wir aussuchen wollen. Plötzlich hatte ich 2 Donuts in der Hand. Und da haben die gerade frisch frittierte Donuts uns als Sample, also frei, kostenlos gegeben. Und zwar auch noch die Original Glaze, mein liebster Donut. Mein Gott.
Dann meinte ich so zu Pablo, eigentlich müssten wir gar keine mehr bestellen, weil wir beide einen kostenlos hatten, aber wir haben trotzdem noch welche mitgenommen. Und zwar, ich zeige sie euch mal. Was also, haben wir denn ausgewählt? Also einmal haben wir Apple Fritter, dann einmal Cinnamon, wie hieß es das? Einfach so Cinnamon. Ohne Füllung, genau. Und die beiden sind gefüllt, einmal mit Schoki-Glasur noch und einmal Original Glaze. Und oh mein Gott, das riecht schon so lecker. Sehr lecker, oder? Hallo, heute ist ein neuer Tag. Heute ist ein bisschen gloomy, ein bisschen bewölkt. Ich hatte gerade einen Test, oh mein Gott, mit Noten und so. Ging aber gut aus. Jetzt ist Mittagspause. Ein Pablito wartet da schon auf mich. Und zwar gehen wir zu dem Hip-Spot hier. Tender Greens heißt ja, glaube ich, da ist immer eine Schlange. Außer heute, weil wenn es regnet, bleiben die Leute hier immer drin. Hallo. Richtig schön aus hier. Richtig schön gemacht und gibt richtig leckeres, gesundes Essen. Ich habe einen ungesüßten grünen Tee genommen und Pablo hat auch einen ungesüßten Green Smoothie, aber so, ja, Green Monster heißt das, so ein grüner Saft. Hast du schon probiert? Ja, schmeckt lecker. Ja, das habe ich bestellt. Konnte man sich so zusammenstellen. Das ist Rucola mit Parmesan und so einer Vinaigrette. Das sieht mir aus wie ein sehr leckeres Knoblauchbrot, gegrillter Lachs und Kartoffelbrei. Und Pablo hat genau dasselbe, aber ein Buttermilk Chicken. Das klingt auch sehr gut, sieht auch sehr gut aus. Schon probiert? Nochmal. Na dann, guten Appetit. Ich hatte jetzt meinen Business-English-Kurs und Schule ist vorbei. Schools out. Und jetzt wollte ich hier in der Gegend mal mir so einen Thrift Store, so einen Second-Hand-Shop angucken. Und wir gehen jetzt zur Salvation Army. Ich weiß nicht, inwiefern man da filmen darf, aber das ist ja hier eine riesenkrasse Kultur und sehr, sehr günstig und man bekommt teilweise scheinbar auch sehr gute Deals. Deswegen gucken wir da jetzt einfach mal rein. Was ist denn? Guck mal, schon viel hier Gap. Tatsächlich habe ich ein paar Sachen gefunden, unter anderem dieses T-Shirt. Das ist von Club Monaco und würde, glaube ich, eigentlich, keine Ahnung wie viel kosten, extrem viel Geld. Und es kostet $2. Und es ist richtig schön, ist auch richtig schön locker. Ich glaube, aus so einem Baumwoll-Leinenstoff und nicht zu low, aber nicht zu hoch. Und Ärmel, alles, man kann es schön reinstecken. Ja. Dann habe ich das hier gefunden. Das ist von Banana Republic, glaube ich. Und sah auch noch total neu aus. So orange-weiß. Auch so ganz dünn. Kann man auch eigentlich wahrscheinlich ganz gut so reinstecken. Das kostet allerdings, ich glaube, $5. Also ganz schön teuer. Aber dafür, dass andere Sachen halt 2 Euro kosten, ist das ein bisschen teuer. Also wir sind raus und ich habe tatsächlich ein Teil gekauft. Und zwar habe ich das T-Shirt mitgenommen. Wie gesagt, es wäre original so teuer und es hat einfach mal 1,99 gekostet. Was ist das, 1,50 oder so? Also bin sehr zufrieden. Und hier gibt es ja super viele Secondhand-Läden. Und ich denke, jetzt nach dieser Erfahrung werden wir auf jeden Fall mehr auschecken. Pablo hat auch super viel gefunden, auch so neu mit Labels noch dran, aber nichts in seiner Größe. Hi, wir sind wieder zu Hause.
Wir machen jetzt Kaffeestunde. Wir hatten ja gestern bei Krispy Kreme einige Donuts gekauft. Ich mache mir aber jetzt noch einen Proteinshake. Und zwar habe ich ja immer Private Business English Lessons. Und das mit der Susan. Und ich hatte mich aus irgendwelchen Gründen mit ihr über vegane Proteinpuder unterhalten. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall die Süße mir heute von Orgain, heißt die Marke, eins mitgebracht mit Schokolade. Und es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich meinte, ich wollte halt voll gerne eins ausprobieren, austesten, aber die haben mir keine Samples gegeben. Also probiere ich das jetzt mal. Das ignorieren wir jetzt mal. Und zwar, hier ist übrigens meine liebste Milch. Und zwar von Silk, die Coconut Milch. Die ist so lecker. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel ich benutzen muss. Ich will eigentlich nur erstmal probieren. Nur mal so viel. Und dann vielleicht einen Teelöffel, würde ich sagen. Okay, also ich hätte auf jeden Fall so ein Shaker-Bottle benutzen müssen. Ihr wisst schon, nicht einfach nur mit dem Löffel. Aber ich probiere jetzt trotzdem. Es schmeckt leider nicht, wie es riecht. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen was Sandiges. Und ja, die Kokosnuss kommt doll durch, merke ich gerade. Wir sind fertig. Die Donuts waren sehr gut. Und guckt mal bitte. Seht ihr das überhaupt? Da ist gerade der Sonnenuntergang. Es ist so ein schönes, so schöne Farben. So schön sieht es aus. Ups. Warum passiert das gerade? Okay. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch kurz zu CVS, zu der Drogerie. Warte, ich muss noch mal kurz rein, weil wir noch ein paar Sachen brauchten. Und ich nehme jetzt aber nicht meine Kamera mit, weil die ist so riesengroß. Ich nehme kurz mein Handy mit, falls ich irgendwas zeigen kann. Wir sind wieder zurück und ihr werdet lachen. Drei Läden haben wir abgeklappert. Hierfür. Das war das Vernünftigste, was wir kaufen konnten. Ich glaub's nicht. Ich verstehe das nicht. Ist das voll die Marktlücke? Oder sind wir einfach nur verwöhnt in Deutschland? Das ist ja Wahnsinn. Es war alles so teuer oder voll mit keine Ahnung was. Und ich habe dann gesagt, ich habe noch ein Öl, was ich benutzen kann, weil wir hatten beide. Ich kann euch die Creme hier mal zeigen, die wir beide nicht benutzen. Ich verstehe gar nicht, warum, aber diese Creme hier von CeraVe, diese Feuchtigkeitslotion, die vertragen wir beide überhaupt nicht. Und ich hatte halt noch so, wenn es kalt sein sollte oder so, hatte ich das mitgebracht. Das ist von Pixi, dieses Rose Oil Blend. Also so ein Öl. Und wie gesagt, eigentlich eher so für kalte Tage, wenn es mal doll sein sollte. Wenn es mal mehr sein muss. Aber I don't know. Ich habe bis jetzt keine Creme gefunden. Beziehungsweise als ich bei Sephora war, habe ich richtig viele tolle Cremes gefunden. Aber es war so teuer, dass ich dachte, ach nee, brauchst du nicht. Und jetzt denke ich mir, hättest du doch gebraucht. Ja. Aber gut, Pablo hat jetzt die Nivea-Creme und ich versuche es erstmal mit dem Öl. Mal gucken, wie das wird. Und auf jeden Fall war es das. Es ist schon Ende der Woche und nächste Woche geht richtig, richtig spannend los. Und zwar, wenn alles gut geht, geht es für uns nach Disneyland. Ah, ich war schon so lange nicht mehr und ich glaube, Pablo, warst du schon mal im Disneyland? Mit 8 in Paris, ich mit 14 in Paris. Also ist für uns beide schon sehr, sehr lange her und wir freuen uns beide richtig doll drauf und ich nehme euch da auch mit. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat, hier so unser Alltag in L.A. bzw. in Torrance, Kalifornien. Ich bin auf jeden Fall super entspannt, es haben mir auch schon ganz, ganz viele geschrieben. Du wirkst irgendwie total entspannt. Ich habe heute sogar mein Handy vergessen gehabt zu Hause, weil ich so im Moment bin, mich voll so auf diese Kurse konzentriere und auf das Hiersein, die Palmen, die Sonne und so weiter und so fort.
und es tut mir auf jeden Fall total gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dann. Ciao!